Der April, der macht halt, was er will. Es ist regnerisch und kalt und daran wird sich auch in den nächsten Tagen nichts ändern. Mehr zum Wetter am Ende unserer Sendung, zuvor aber der Überblick über unsere Themen. Keine Sonntagsrede, Wolfgang Schäuble beim DEHOGA-Frühlingsfest auf dem Wasen. Blackout, in Wangen im Allgäu war es heute Morgen für eine Dreiviertelstunde zappenduster. Millioneninvestitionen, das Alb-Donau-Klinikum will Standort Langenau festigen. Es war ein Schock für Abiturienten und für Lehrer. An einem Stuttgarter Gymnasium wurde kurz vor den schriftlichen Abiturprüfungen ein Tresor geknackt. Das Problem dabei, die Abi-Aufgaben in Englisch und Mathe waren darin untergebracht. Und auch wenn am Ende nichts gestohlen wurde, mussten die Aufgaben natürlich durch das Ministerium komplett neu erstellt werden. Ob das Auswirkungen auf die heute startenden Prüfungen hatte, wir haben nachgefragt. Hier am Theodor-Heuss-Gymnasium in Aalen wurde es heute für 74 Abiturienten ernst. Das schriftliche Abitur in Deutschland an. Um die Bildungsstandards der einzelnen Bundesländer anzugleichen, wurde im Vorfeld ein gemeinsamer Aufgabenfundus erstellt. Zumindest für die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch. In einem Stuttgarter Gymnasium wurde allerdings kurz vor den Prüfungen der Tresor mit den Aufgaben geknackt. Geklaut wurde nichts, dennoch mussten die Englisch- und Matheaufgaben komplett neu verfasst werden. Dass die Prüfungen deshalb schwieriger sind, glaubt der Schulleiter des THG, Christoph Hatscher, aber nicht. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch gar nicht wirklich zu sagen, da wir heute mit Deutsch erst gestartet sind und die Deutschaufgaben, was ich heute in der Früh gesehen habe, die scheinen mir sehr gut machbar zu sein. Den Schultresor dürfen wir nach den Vorfällen in Stuttgart nicht sehen. Zu groß ist die Angst, dass noch einmal etwas schief gehen könnte. Der Safe, so versichert man uns, ist hier allerdings sicher. Bis jetzt ist noch nichts passiert, so muss man es wohl sagen. Der Kollege oder die Kollegin, der das in Stuttgart unterlaufen ist, kann ja da auch nichts dafür. Wer in einem schulischen Safe etwas materiell Verwertbares erwartet, der ist nicht klug beraten, sei dies den Einbrechern ins Stammbuch geschrieben. Nach den schriftlichen und mündlichen Prüfungen ist das Ziel Abitur, wenn alles nach Plan läuft, so gut wie geschafft. Wir haben es gerade gesehen, die Abi-Prüfungen in Deutsch wurden heute in Baden-Württemberg geschrieben. Aber wie kamen die Abiturienten damit zurecht? Wir haben in Aalen nachgefragt. Es lief eigentlich ganz gut. Die Schwierigkeit war eigentlich, ich fand es leichter wie letztes Jahr. Wir haben ja da auch eine Übungsklausur geschrieben. Und ja, schauen wir einfach mal, was rauskommt. Es ging eigentlich schon. Also ich habe es mir schwerer vorgestellt, aber war in Ordnung. Also es war jetzt nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Aber die Aufregung war schon da, aber letztendlich nach den ersten zwei Stunden ging es dann schon. Ich habe mich für die Kurzprosa-Interpretation entschieden und die war nicht ganz so einfach zu verstehen am Anfang, aber man hat dann doch noch was aufs Blatt bekommen. Okay. Wie viele Seiten waren es am Ende? 13. Ja, es war schwer, aber es geht. Ich habe ein Essay geschrieben und man weiß nicht, was da rauskommt. Was ich mir vorgenommen habe, ist in Mathe und Physik auf jeden Fall die sehr gut zu knacken und in Deutsch und Englisch. Kommt halt was kommt, Hauptsache ich komme durch. Von der Ostalb geht es nun wieder weiter im Studio mit den Kurznachrichten. S-Bahn wird später fertig. Frühestens 2026 wird die Regio S-Bahn Donau-Iller durch die Region fahren. Insgesamt 8 Linien sollen den Großraum rund um Ulm mit einer hohen Taktung und modernen Fahrzeugen miteinander vernetzen. Dazu notwendig ist auch der Bau von fast 30 Haltepunkten. Ursprünglich sollten die ersten S-Bahnen bereits in diesem Jahr rollen. Das scheiterte aber laut einer Kreistagssitzung in Ulm auch an den vielen beteiligten Entscheidungsträgern. Feuerwehrhaus soll bleiben. Die Stadt will das alte Feuerwehrhaus vermutlich jetzt doch nicht abreißen, so OB Michael Lang beim jüngsten Bürgerspaziergang über das Landesgartenschaugelände. Untersuchungen hätten eine gute Struktur des Gebäudes ergeben. Deshalb überlegt die Stadt, das Haus sowie den Bereich um den Milchpilz als zentralen Zugangspunkt für die Gartenschau zu nutzen. Entsprechend nötige Büros könnten in der alten Wache ebenfalls geschaffen werden. Neuer Umsatzrekord. Der Motorgerätehersteller Stihl hat 2016 mit einem Umsatzplus von 6,6% ein neues Rekordergebnis erzielt. Das teilte das Unternehmen heute in Waiblingen mit. Grund für das Wachstum sei die Weiterentwicklung der Akkugeräte und die starke Nachfrage in Nordamerika. Aktuell möchte Stihl 100 neue Arbeitsplätze schaffen. Das Maß ist voll.
Gastronomen und Hoteliers klagen über zu viel Bürokratie und über ein starres Arbeitszeitgesetz. Auf dem Frühlingsfest ihres Verbandes DEHOGA bekamen sie darauf direkt eine Antwort, und zwar von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Was er gesagt hat, gibt's gleich bei uns im Journal BW. Die Chefsache Business Lounge aus Lindau mit dem Thema Der ehrbare Kaufmann. Was sind alte Tugenden noch wert? Das sind die Gäste bei Rolf Benzmann, Professor Andreas Schmauder, Direktor des Museums Humpis-Quartier in Ravensburg. Die Humpis, ein Kaufmannsgeschlecht aus dem Mittelalter, waren ehrbare Kaufleute. Sie prägten den Bodenseeraum mit ihrem Handel und christlich geprägtem Handeln. So wie Karl Christian Bay, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und Gründer der Bay GmbH. Er sagt, der ehrbare Kaufmann, der per Handschlag Verträge abschließt, ist nur ein Mythos. Die Chefsache Business Lounge mit Rolf Benzmann. Am Samstag, den 29. April um 22.30 Uhr bei Regio TV. Ich freue mich auf das Gespräch. Wir sind zurück im Journal und wir machen weiter mit diesem Thema. Flexiblere Arbeitszeitgesetze, weniger Bürokratie und eine Senkung der Mehrwertsteuer von 19% auf 7%. Das sind die Forderungen, die der Verband für Hoteliers und Gastwirte DEHOGA bei seinem Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen klar formuliert. Und darauf auch direkt eine Antwort erhält. Und zwar von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Der war zu Gast und ging zumindest ein Stück weit auf die Sorgen ein. Mit dem Bier in der Hand, so lässt sich's demonstrieren. Denn für die Gastwirte und Hoteliers ist das Maß voll. Auf dem Frühlingsfest ihres Verbands DEHOGA auf dem Cannstatter Wasen fordern sie unter anderem weniger Bürokratie und ein flexibleres Arbeitszeitgesetz. Diese feste, starre Verordnung, das ist schädlich für uns. Aber es will dabei keiner, wirklich keiner, dem Angestellten auch nur eine Minute streitig machen, dass sie nicht kriegt. Wenn die Gäste anstoßen, dann wollen die Gastwirte perfekt aufgestellt sein. Wir würden gerne arbeiten, wenn Gäste hier sind, aber das lässt der deutsche Staat uns leider nicht zu. Das heißt, wir müssen nach 8 oder 9 Stunden müssen wir Feierabend machen. Viele Gäste kommen erst später. Wenn es so weitergeht, was passiert denn mit der Gastronomie? Dass die guten Leute immer weiter abwandern und nicht mehr bereit sind zu arbeiten für die Gastronomie. Viele Forderungen also an die Bundesregierung. Entsprechend groß war gestern die Erwartung an den Gastredner, ausgerechnet Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Der saß im Grandels-Hofbräu-Zelt in vertrauter Runde mit seinem Schwiegersohn und Innenminister Thomas Strobel zusammen. Schäuble ist nicht als großer Bierzeltredner bekannt, doch mit dieser Aussage hat er den Applaus sicher. Wenn am Wochenende eine Familienfeier ist, dann können Sie nicht nach 10 Stunden sagen, so jetzt Schluss, der Dessert kommt nächste Woche. Das geht eben nicht und da kann man mehr Flexibilität machen. Die Gastwirte wollen aber mehr, beziehungsweise weniger, 7% statt 19% Mehrwertsteuer. Alle verkaufen mit 7%, wir Gastronomen müssen mit 19% verkaufen. Wir haben die Arbeitszeitbeschränkung, wir haben Auflagen. Wir können das finanziell gar nicht mehr überstehen, dass wir mit 19% arbeiten und die ganze Konkurrenz hier im Straßenverkauf macht mit 7%. Brisant, die Hoteliers haben 2009 die Mehrwertsteuersenkung erhalten. Das wollen die Gastronomen nun auch. Doch Schäuble hält dagegen. Über die Mehrwertsteuer, da wird jetzt der Beifall nicht groß sein. Es hilft nichts, wenn Sie mir noch ein bisschen zuhören wollen. Sie können ja zwischendurch durchpfeifen. Sich das Zuhören erträglich machen. Ich denke nicht im Entferntesten daran, die Entscheidung, die wir 2009 getroffen haben, für die Hotelumsätze wieder rückgängig zu machen. Und deswegen bleibt es dabei beim ermäßigten Stand, so wie es beschlossen worden ist. Es macht doch keinen Sinn, wenn wir alle 2 Jahre raus in die Kartoffeln, wieder rein in die Kartoffeln gehen. Basta. Auch in Bierzeltatmosphäre lässt sich Schäuble nicht zu Wahlkampfversprechungen hinreißen, außer eben zu einem flexibleren Arbeitszeitgesetz. Und dafür gibt es hier am Ende zumindest höflichen Applaus. Ein von der Polizei in Pleidelsheim bei Ludwigsburg angeschossener Einbrecher ist nun seinen Verletzungen erlegen. Der 33-Jährige verstarb gestern Mittag in einer Klinik. Der Mann war laut Polizei am 8. April mit 2 Komplizen auf frischer Tat bei einem Einbruch auf einem Industriegelände erwischt worden. Während die Mittäter flüchteten, habe der 33-Jährige einen Polizisten angegriffen und mit einem Werkzeug geschlagen. Ein zweiter Polizist stoppte den Angreifer mit einem Schuss. Der flüchtete zunächst, brach dann aber lebensgefährlich verletzt unweit des Tatorts zusammen. Die beiden geflüchteten Mittäter wurden mittlerweile festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Lernen auf dem Frühlingsfest.
Bürgermeisterin für Jugend und Bildung Isabel Fetzer hat heute in Stuttgart die Vasenschule besucht. Während die anderen feiern, heißt es für rund 30 Schaustellerkinder Pauken statt Rummelplatz. Wie das abläuft, davon wollte sich die Bürgermeisterin selbst einmal ein Bild machen. Fast jedes Kind hat seinen eigenen Lehrer, seine eigene Lehrerin. Und da werden unterschiedliche Fächer angeboten. Als Nervennahrung bekommen die Kinder während ihrer Zeit an der Vasenschule jeden Tag eine Kiste frisches Obst von den Märkten Stuttgart. Ich muss nur sagen, wer lesen kann, ist im Vorteil. Kuriose Kandidatenvorstellung. Buhrufe, Beleidigungen und obskure Verschwörungstheorien. Bei der ersten Vorstellungsrunde der Bewerber um das Amt des Oberbürgermeisters in Sindelfingen ging es gestern Abend heiß her. Für Aufsehen sorgte der Auftritt von Friedi Miller. Die Herausforderin von Amtsinhaber Bernd Föhringer griff die derzeitige Verwaltung scharf an und unterstellte ihr unter anderem Korruption. Ob Miller mit ihrem Auftritt überzeugen konnte, wird sich am 7. Mai herausstellen. Dann wird gewählt. Das Alb-Donau-Klinikum hat für den Standort Langenau Veränderungen geplant. Dabei sollen mehr als 7 Millionen Euro in Neu- und Umbauten investiert werden. Noch wird geplant, aber ab kommendem Jahr, da soll gebaut werden. Neben den Investitionen musste Geschäftsführer Wolfgang Schneider heute aber auch eine Schließung bekannt geben. Und zwar Gynäkologie und Geburtshilfe, die fallen ab Juni dieses Jahres weg. Das hat auch Konsequenzen für die Beschäftigten vor Ort. Im Juni ist in der Alb-Donau-Klinik in Langenau Schluss mit der Gynäkologie und der Geburtshilfe. Grund dafür ist der Landeskrankenhausplan. Der wird vom Sozialministerium erstellt und das sieht die Schließung schon seit 2011 vor. Jetzt wird die Entscheidung umgesetzt. Das betrifft nicht nur die Patienten, sondern auch die Angestellten. Wir werden keine Stellen abbauen. Das heißt, die dort beschäftigten Mitarbeiter in der Gynäkologie, Geburtshilfe werden von uns Beschäftigungsangebote an unseren anderen Standorten bekommen. Wir gehen davon aus, dass das auf jeden Fall ohne Stellenabbau läuft. Was die Mitarbeiter dann selber entscheiden, wissen wir nicht. Wenige Geburten hat es in Langenau nicht gegeben. 2016 waren es rund 270. Die Versorgung sei aber weiterhin gesichert. Die Patienten müssen jetzt auf die Krankenhäuser in Ulm, Neu-Ulm, Heidenheim und Günzburg ausweichen. Neben der Schließung hat Geschäftsführer Wolfgang Schneider aber auch große Investitionen angekündigt. Mehr als 7 Millionen Euro sollen in den Um- und Ausbau in Langenau investiert werden. Von diesen größeren Investitionsmaßnahmen, die wir jetzt vorhaben im Standort Langenau, erhoffen wir uns, dass wir das medizinische Leistungsspektrum noch mal deutlich ausbauen können und die Qualität, die bisher schon sehr gut ist in Langenau, die medizinische und pflegerische Qualität, damit auch stärken können und am Ende mit diesen Maßnahmen den Standort Langenau, unseres Alb-Donau-Klinikums, deutlich stärken können. Die umfangreichste Maßnahme wird der Bau einer interdisziplinären Ambulanz mit Notaufnahme. Dort sollen dann Chirurgie, Innere und Anästhesie auf kurzen Wegen miteinander verbunden werden. Wir werden dann die Patienten leiten von diesem Punkt hier zu diesem zentralen Punkt der interdisziplinären Ambulanz. Und an diesem Punkt wird dann entschieden, welcher Arzt behandelt weiter, Innere, Chirurgie oder Anästhesie. Das heißt, wir haben hier praktisch medizinische Fachkenntnis vor Ort, die dann auch entscheidet, wohin. Mit den Umbaumaßnahmen soll 2018 begonnen werden. Die Bauarbeiten sollen dann während des laufenden Betriebs stattfinden. Der Schlecker-Prozess ergeht in die nächste Runde und zwischen Zeiss und Nikon schwelt ein Patentstreit. Das sind Themen unter anderem bei uns jetzt in den Kurznachrichten aus Ulm und Umgebung. Ehemaliger Geschäftsführer verteidigt Honorare. Ein Zeuge hat am Dienstag im Schlecker-Prozess die Aussage der Familie gestützt. Der Mann war bis 2010 Geschäftsführer der Schlecker-Logistikfirma LDG. Er beteuerte, dass die berechneten Stundenpreise für die Geschäftsführer der LDG und gleichzeitig auch Kinder Schleckers marktüblich gewesen seien. Die Staatsanwaltschaft hingegen wirft der Familie Schlecker vor, dass sie versucht habe, durch hohe Stundensätze Geld vor dem Zugriff von Gläubigern zu schützen. Patentstreit landet vor Gericht. Das japanische Optikunternehmen Nikon klagt den Halbleiterspezialisten Zeiss SMT aus Oberkochen sowie seinen niederländischen Partner ASML an. Hintergrund sind Patentstreitigkeiten. Demnach sollen die beiden Unternehmen in Lithografiesystemen Technologie verwendet haben, auf die Nikon das Patent hat. Insgesamt soll es dabei um die Streitsumme von rund 20 Millionen Euro gehen. Zeiss widerspricht den Anschuldigungen und sieht die Streitigkeit als schädlich für die ganze Halbleiterindustrie.
Abstimmung über Denkmal. In Kreilsheim soll ein Weiße-Rose-Denkmal gebaut werden, welches den Widerstandskampf von Hans Scholl und Eugen Krimminger gegen das NS-Regime würdigen soll. Wie die Stadt mitteilt, muss jetzt der Gemeinderat darüber entscheiden. Dafür liegen zwei Vorschläge von Künstlern vor, wie das Denkmal später aussehen soll. Dafür stark gemacht hat sich die Initiative Erinnerung und Verantwortung, welche seit Jahren sich für ein Denkmal in Kreilsheim einsetzt. Fertiggestellt soll es im kommenden Jahr werden, da dann der in Kreilsheim geborene Hans Scholl 100 Jahre alt geworden wäre. Und plötzlich wurde es dunkel. Große Teile Wangens im Allgäu waren heute Vormittag eine Dreiviertelstunde lang ohne Strom. Betroffen waren unter anderem auch Händler und Restaurants in der Innenstadt. Meine Kollegin Rahel Krömer aus dem Studio in Wangen hat sich dort umgeschaut. Und plötzlich ist es dunkel. Um Punkt 10.19 Uhr legt ein Stromausfall weite Teile Wangens lahm. Betroffen sind 15 Ortsnetzstationen und damit auch große Teile der Innenstadt. Für die Geschäftsleute heißt das nicht nur Arbeiten im Dunkeln. Besonders die Lebensmittelhändler und Restaurantbetreiber bangen um ihre Waren. So 2-3 Stunden wäre jetzt kein Thema, weil die Kühlzellen ja isoliert sind und man kann das überbrücken. Einfach ist ja Kältereserve da, aber wenn es länger geht, dann fliegen ein paar Tonnen Material mal raus. Das geht schon in die Zehntausende, was dann einfach Schaden wäre. Im Krankenhaus löst der Stromausfall einen sogenannten Täuschungsalarm aus. Die Feuerwehr ist vor Ort, rückt aber schnell wieder ab. Ursache des Stromausfalls ist laut dem zuständigen Energieversorger NBW der Defekt an einem Trafo in einer Ortsnetzstation am Frauentor. In der Regel läuft es so, dass so eine Fehlerstelle relativ schnell ermittelt werden kann. Also unsere Leute brauchen da je nachdem in der Stadt vielleicht 10 Minuten, wenn es auf dem Land ist und man länger suchen muss, über größere Strecken 20, 30 Minuten. Und sobald sie diese Stelle gefunden haben, kann die Leitstelle diese Stelle freischalten. Das heißt, einen bestimmten Abschnitt des Netzes einfach von der Spannung wegnehmen. Da Ortsnetzstationen grundsätzlich in einem Kreis miteinander verbunden sind, können die Stationen dann jeweils von der anderen Seite versorgt werden. 45 Minuten später hat die Stadt wieder Strom. An der betroffenen Ortsnetzstation am Frauentor dauert es knapp 2 Stunden, bis es wieder hell wird. Hier ist ein zweiter Trafo als Ersatz installiert, der jetzt die komplette Versorgung des Gebiets übernommen hat. Der erste nachtflugtaugliche Rettungshubschrauber Baden-Württemberg soll in Villingen-Schwenningen stationiert werden. Nach Informationen der Schwäbischen Zeitung hat das Regierungspräsidium Stuttgart nun das entsprechende Genehmigungsverfahren eingeleitet. Zuerst hatte der SWR berichtet. Geplant sind 40 Flüge pro Monat in den 6 verkehrsstärksten Monaten des Jahres, also mehr als ein Flug pro Nacht. Am Schwarzwald-Bar-Klinikum erhofft man sich durch den neuen 24-Stunden-Helikopter eine Aufwertung des Klinikstandorts. Der dort derzeit stationierte Christoph Elf, der DRF-Luftrettung, darf lediglich in Ausnahmefällen nachts starten. Festival ist ausverkauft. Das Southside Festival 2017 in Neuhausen ob Eck im Landkreis Tuttlingen ist ausverkauft. Das melden die Veranstalter auf ihrer Homepage. Das Open Air Festival findet vom 23. bis zum 25. Juni im Gewerbepark Takeoff statt. 2016 musste das Festival wegen eines schweren Unwetters nach den ersten Auftritten am Freitagabend erst unterbrochen und schließlich komplett abgebrochen werden. Neues Leutkirchbuch auf dem Markt. Seit wenigen Tagen können sich sowohl an der Geschichte als auch an der Gegenwart Leutkirchs interessierte Bürger durch einen neuen Band informieren. Die Optik wird stark geprägt von den Bildern des SZ-Fotografen Roland Rasemann. Oberbürgermeister Hans-Jörg Hähnle bezeichnete das Buch bei der Übergabe als großes Geschenk für die Stadt. Ein Stadtbuch in diesem Umfang sei in Oberschwaben einmalig. Bauarbeiten führen zu erheblichen Behinderungen. Im Herbst 2018 soll die Elektrifizierung der Südbahn zwischen Ulm und Friedrichshafen beginnen. Ab 2021 sollen die Züge auf den 125 Kilometer dann deutlich schneller sein. Bis dahin müssen Bahnreisende aber Geduld haben. Pro Jahr wird es bis zu 50 Baustellen mit Schienenersatzverkehr pro Jahr geben. Los geht es im September zwischen Ulm und Laupheim. Die Strecke wird fast 3 Monate voll gesperrt und zunächst nur für die Elektrifizierung vorbereitet. Der eigentliche Fahrdraht wird erst ein Jahr später gezogen, wieder unter Vollsperrung.
Während den Sperrungen können Reisende auf Busse umsteigen, müssen aber wohl Verspätungen einkalkulieren. Kurze Pause und dann geht's bei uns sportlich weiter. Unter anderem mit dem Blick auf den TVB Stuttgart, der am Freitag einmal mehr vor einem extrem wichtigen Spiel im Abstiegskampf steht. Hallo liebe Zuschauer, was hier so wunderbar köchelt und herrlich aromatisch duftet, wird das Hühnerfrikassee werden für unsere nächste Sendung. Stefan Kühlein, Marketingdirektor und Programmchef von Regio TV, wird dafür die Seiten tauschen und wird mit mir das Rezept seiner Mutter zubereiten. Dazu herrliche frische Kräuter, Anlehnung an die Frankfurter grüne Soße und ich kann Ihnen versprechen, es wird einfach fantastisch werden. Sollten wir unbedingt einschalten. Wertvolle Zutaten, wertvolle Gerichte, wertvolle Gäste. Feuerlein kocht wertvoll. Jeden Sonntag um 18.30 Uhr nur auf Regio TV. Im Kabel und auf Satellit. Willkommen zurück im Journal BW und es geht weiter mit der Scharena in Stuttgart. Dort kommt es nämlich am Freitagabend zu einem extrem wichtigen Spiel für den TVB Stuttgart. Im Abstiegskampf der ersten Halbzeit Bundesliga zählt dann gegen den VfL Gummersbach nur ein Sieg. Wenn nicht, dann wird's richtig eng. Manche Sachen kann man sich einfach nicht erklären. Da führt man beim Tabellendritten und frisch gebackenen Pokalsieger Kiel lange Zeit, verliert aber knapp mit 24:25. Danach gibt es zu Hause gegen Wetzlar eine 10-Tore-Klatsche, um dann wieder beim 5. Magdeburg nach starkem Spiel erst in der letzten Sekunde mit 26:27 zu verlieren. Diese Schwankungen müssen wir tatsächlich aus unserem Spiel rausbekommen. Aber die Spieler sind nach wie vor hochkonzentriert, das spürt man und fokussiert. Alle wissen, um was es geht. Und jetzt müssen wir das einfach auf den Platz bringen am Freitag. Tabellenplatz 17. 2 Spiele weniger als die Konkurrenz, noch 9 Spiele zu gehen. Keine Panik und doch ist die Situation beim TVB Stuttgart ziemlich angespannt. Wir müssen punkten, ja, es liegt an uns. Und jetzt kommt Gummersbach, das ist zwar jetzt auch ein Konkurrent um den Abstieg, aber leistungsmäßig sind die eigentlich viel, viel besser. Und ja, für uns gilt es nach wie vor, von Spiel zu Spiel zu gucken, das mitnehmen, was wir in Magdeburg gut gemacht haben, noch einen drauflegen, mit den Zuschauern im Rücken gucken, dass wir die Punkte hier in Stuttgart behalten. Gegen den Bergischen HC, Leipzig oder auch Balingen stand der TVB schon mal ähnlich unter Druck und konnte jeweils gewinnen. Das macht Mut. Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie dem Druck standhalten kann. Natürlich wird je weiter die Saison fortgeschritten ist, der Druck immer größer. Und der ist am Freitag noch mal ein Stück mehr da. Aber ich habe großes Vertrauen in die Mannschaft, dass sie eine gute Leistung bringen wird. Und wenn dann wir auch noch ein bisschen das Quäntchen Glück auf unserer Seite haben, dann können wir das Spiel gegen Gummersbach auch gewinnen. Auf die Unterstützung der Stuttgarter Handballfans können sich die Wild Boys verlassen. Das Spiel am Freitagabend ist schon seit Wochen ausverkauft. Wie gestern angekündigt, war es heute richtig kalt und nass. Und meine Kollegin Anna Gröbel, die hat auch heute leider wieder keine guten Aussichten im Gepäck. Zumindest kurzfristig nicht. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Eine markante Luftmassengrenze liegt über Europa und wir befinden uns jetzt auf der kalten Seite. Gleichzeitig bildet sich über Oberitalien ein Tiefdruckgebiet. Das sorgt rund um die Alpen für kräftige Regen- und Schneefälle. Auch Baden-Württemberg ist davon betroffen. Der Mittwoch fällt also mehr oder weniger komplett ins Wasser. Oberhalb von 500 bis 700 Metern schneit es. Und das kann besonders zum Start in den Tag beim Berufsverkehr ein Problem werden. Auf der Alp im Schwarzwald, da müssen wir mit glatten Straßen rechnen. Etwas freundlicher sieht es nur nachmittags im äußersten Nordwesten aus. Da lassen die Niederschläge nach. Hier gibt es bis zu 11 Grad, sonst bleiben wir einstellig. Der Donnerstag sieht ähnlich aus. Freitag lassen die Niederschläge langsam nach und am langen Wochenende wird es dann freundlicher. Besonders für den Sonntag können wir schon mal Pläne schmieden. Tja, danke Anna. Zumindest Richtung Wochenende wird es ja dann doch wieder freundlicher und vor allem endlich wärmer und frühlingshafter. Das war's mit dem Journal BW am heutigen Dienstagabend. Morgen am Mittwoch, klar, da gibt es eine neue Ausgabe. Dann sehen wir uns, wenn Sie das möchten, wieder. Ich bin auf jeden Fall pünktlich um 18 Uhr hier. Ich hoffe, Sie sind es auch. Bis dahin. Tschüss.